Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur diesjährigen Wirtschaftspressekonferenz, Medienkonferenz online von Chemie Baden-Württemberg. Ich bin Andreas Fehler, Pressesprecher der Verbände und ich sitze hier in Baden-Baden dieses Mal nicht wie eigentlich angekündigt mit unserem Hauptgeschäftsführer Thomas Meyer, er ist leider erkrankt, sondern mit Ralf Müller, Geschäftsführer unter anderem für Wirtschaft, Bildung und Kommunikation bei den Verbänden. Lassen Sie mich kurz auf den Ablauf heute eingehen. Sie sind eingeloggt, Sie haben sich angemeldet und Sie können in dem Feld unter dem Livestream Fragen stellen. Das können Sie jederzeit machen. Nutzen Sie die Gelegenheit. Wir werden im Anschluss an den Beitrag von Ralf Müller auf die Fragen eingehen, sehr ausführlich. Sie können dann jederzeit auch Nachfragen stellen. Also haben Sie absolut keine Scheu, diese Gelegenheit zu nutzen. Vorweg ein Punkt noch zum Thema Struktur unserer Branche und wer wir sind. Wer schon mal bei einer Wirtschaftspressekonferenz dabei war, weiß, dass ich da im Regelfall auch darauf eingehe. Als Verbände der chemischen Industrie vertreten wir einerseits den Arbeitgeberverband, andererseits den Wirtschaftsverband VCI hier im Lande. Insgesamt sind das 471 Unternehmen mit etwa 108.000 Beschäftigten. Und im vergangenen Jahr haben die nach unseren Berechnungen, hochgerechnet aus den Daten des Statistischen Landesamtes, etwa 41 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Es ist eine vielfältige Branche und zu deren Bilanzen und zu deren Erwartungen, da wird Ralf Müller noch intensiver darauf eingehen. Das nur mal vorweg. Die Daten der Statistischen Landesämter beziehen sich immer auf eine andere Abgrenzung. Daher sind die absoluten Summen immer ein bisschen anders als bei uns. Soweit dazu. Wie gesagt, stellen Sie gerne Ihre Fragen jederzeit. Sie hatten auch die Gelegenheit, sich die Unterlagen schon herunterzuladen. Blättern Sie die gerne elektronisch durch und wenn Ihnen was auffällt, stellen Sie gerne Fragen. Ich übergebe jetzt an Herrn Müller zum Part Konjunktur, Bilanz 2020, Prognose und auch, was wir in Richtung politische und die strukturellen Bedingungen in Baden-Württemberg, in Deutschland als Industriestandort für Forderungen haben. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich werde direkt loslegen. Die chemische und pharmazeutische Industrie in Baden-Württemberg hat 2020 im Vergleich zur Gesamtindustrie im Land relativ gut abgeschnitten. Nach Angaben der statistischen Ämter konnten unsere Unternehmen die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 3,4% auf 22,1 Milliarden Euro steigern. Dabei entfielen 13,3 Milliarden Euro auf die Auslandsumsätze und 8,8 Milliarden Euro auf das Inlandsgeschäft, das relativ stark mit einem Plus von 7,3% anzog. Die Beschäftigung blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Insgesamt beweist sich unsere Branche in dieser Krisenzeit als konjunkturell ausgesprochen robuste Schlüsselindustrie. Unsere Entwicklung ist allerdings dreigeteilt. Wir haben erfreuliche Umsatzzahlen im Bereich der Pharmaindustrie. Wir schreiben in etwa eine schwarze Null in den Bereichen Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel. Und wir müssen allerdings auch deutliche Umsatzeinbrüche, zum Teil im zweistelligen Bereich, bei unseren Automobilzulieferern registrieren. Lackierungen, Kautschukgummi, Kunststoffe etc. Aber zunächst zu Pharma. Diese Teilbranche ist mit 37% innerhalb unserer Chemie im Land nach Umsatz gemessen mit Abstand die stärkste Teilbranche. Wir sind die Apotheke Deutschlands, bundesweit
befindet sich jeder vierte Pharmaarbeitsplatz hier in Baden-Württemberg. Diese Stärke hat sich im Corona-Jahr 2020 im positiven Sinne ausgewirkt. Dies liegt insbesondere daran, dass im Vorfeld der Lockdown-Phase mehr Medikamente wie sonst üblich verkauft wurden. Die Menschen, aber auch Ärzte und Apotheken haben Vorräte angelegt. Hinzu kam der Effekt, dass leicht Erkrankte weniger zum Arzt gegangen sind und sich weniger in die Wartezimmer gesetzt haben. Mobiles Arbeiten zu Hause, die erleichterte telefonische Krankschreibung. Da waren Beratung, ganz wichtig, Beratung und der Kauf direkt in der Apotheke häufig die einfachere Wahl. Demgemäß stiegen die Umsätze im Bereich der Selbstmedikation deutlich an, insbesondere zum Beispiel bei Erkältungs- oder Magen-Darm-Beschwerden. Außerdem zog die Zahl der Impfungen das ganze Jahr über immer stärker an. Im zweiten Halbjahr kamen die Fortschritte in der Diagnostik hinzu. Hier ist Baden-Württemberg stark. Die ersten Schnelltests, Reagenzien, Materialien für die Labortests. Das alles hat die Zuwächse gestärkt, insbesondere im Inlandsgeschäft. Die Pharmaexporte zeigten sich dagegen etwas schwächer. Lockdowns in vielen Ländern und Erschwernisse im freien Warenverkehr verhinderten eine noch bessere Entwicklung. Wir haben aber auch Schattenseiten konjunktureller Art in unserem Land zu verzeichnen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Automobilzulieferer. Und hier für die zweitgrößte Teilbranche innerhalb der Chemie, den Bereich der Lacke und Farben. Die Absätze bei den Industrielacken sind regelrecht eingebrochen, in der Regel im zweistelligen Bereich. Einen gravierenden Einbruch mussten ebenfalls die Hersteller von Druckfarben verzeichnen. Zeitungen, Werbeschriften, Marketingdrucksachen wurden reduziert oder sind gar nicht erst erschienen. Bautenfarben dagegen erzielten sehr gute Umsätze 2020, dort insbesondere im Do-it-yourself-Bereich. Allerdings sind wir hier auf diesem Sektor in Baden-Württemberg nicht so stark wie die Lack- und Farbenindustrie bundesweit präsent. So viel zur Situation 2020, das heißt relativ robuste Situation bislang. Wir haben unterm Schnitt stärker abgeschnitten als vergleichbare Branchen. Wir haben für die Wirtschaftspressekonferenz unsere Unternehmen gefragt, wie wird denn die konjunkturelle Situation 2021 voraussichtlich aussehen. An dieser Erhebung, die wir Ende Januar durchgeführt haben, haben sich 110 Unternehmen beteiligt mit rund 32.000 Beschäftigten. Die Befragung ist also repräsentativ, auch wenn man sich die Beteiligung aus den einzelnen Unternehmensgrößenklassen und Teilbranchen ansieht. Unterm Strich, unsere Unternehmen sind mit Blick auf 2021 insgesamt vorsichtig optimistisch. Knapp die Hälfte geht von höheren und ein Drittel von gleichbleibenden Umsätzen aus. Die Erwartungen liegen in diesem Jahr stärker auf dem Auslandsgeschäft. Hier erhofft sich unsere exportintensive Branche eine nachhaltigere Belebung, insbesondere im Bereich der Europäischen Union. Auch bei den Investitionen überwiegen per Saldo die insgesamt eher positiven Erwartungen. Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass das Niveau des Vorjahres zumindest gehalten, wenn nicht ausgebaut werden kann. Die Zahl der Mitarbeiter dürfte sich voraussichtlich wieder leicht erhöhen. Während fast ein Viertel der Unternehmen mit einem Beschäftigungsanstieg rechnen, gehen 10% von einem Rückgang der Mitarbeiterzahlen aus. Diese stabile Prognose in Richtung Halten der Beschäftigten, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für uns ebenfalls ein Indiz dafür, dass wir relativ stark aufgestellt sind und mit vorsichtigem Optimismus in dieses Jahr gehen können. Wie dürfte sich die Corona-Krise im weiteren Verlauf auswirken? Mehr als ein Drittel unserer Unternehmen haben mit negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu kämpfen. Für 5% der Betriebe sind diese Probleme sogar existenziell. Aber für die Mehrheit unserer Unternehmen halten sich die negativen oder etwas schwierigeren, aber auch positiven Prognosen in etwa die Waage. 10% der Betriebe geben auch an, dass die Corona-Krise, die Pandemie auch positive Auswirkungen hat. Das gilt insbesondere natürlich für die erwähnte Pharmabranche und für den Bereich der Hygieneprodukte.
Mehr als 40% der Unternehmen gehen davon aus, bereits in diesem Jahr wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen. Nahezu ebenso viele rechnen damit, dass dies erst 2022 der Fall wird, ein Fünftel noch später. Das gilt allerdings insbesondere wieder, was die negativen oder negativeren Prognosen anbelangt, für den Bereich der Automobilzulieferer. Bei diesem Befragungsteil zeigen sich übrigens, das ist der einzige gravierende Unterschied in unserer Erhebung, deutlichere Unterschiede in den Antworten der größeren und kleineren oder mittelständischen Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sind deutlich optimistischer, was das Thema Vorkrisenniveau wieder erreichbar anbelangt, als es die klein- und mittelständischen Betriebe sind. Jedes fünfte unserer befragten Unternehmen geht 2021 von Kurzarbeit aus. Diese Befürchtungen kommen ebenfalls vermehrt und in der Regel aus dem Bereich der Automobilzulieferer. Die Produktion unserer Branche dürfte in Baden-Württemberg 2021 nach unseren Berechnungen um etwa 1-2% steigen. Wir gehen davon aus, dass die Erzeugerpreise um etwa 1% steigen dürften. Und von daher rechnen wir damit, dass die Umsätze in diesem Jahr um 2-3% ansteigen. Wir haben gestern auch aktuellere Daten unseres Bundesverbandes bekommen. Die haben eine ähnliche Prognose bundesweit für die Chemie- und Pharmabranche abgegeben. Von daher sind wir uns relativ sicher, dass wir mit dieser Prognose 2-3% Umsatzwachstum Chemie und Pharma Baden-Württemberg derzeit aus derzeitiger Sicht sehr gut liegen werden. Die Wirtschaftskrise der Corona-Pandemie hat uns bislang demnach nicht in dem Maße wie andere Branchen getroffen. Wir sind systemrelevant, haben eine grundsätzlich sehr gesunde mittelständische Struktur und sehr große Branchenvielfalt. Wir hoffen, dass es möglichst rasch gelingt, mit zunehmender Impfung der Bevölkerung und der Entwicklung neuer Medikamente wieder mehr in die Normalität zurückzufinden. Dies selbstverständlich nicht nur gesehen aus konjunktureller Sicht. Das heißt, wir fühlen uns sehr gut aufgestellt bei allen Problemen, die wir in unserer Branche natürlich Corona-bedingt registrieren mussten. Wir gehen aber davon aus, dass wir diese Krise im Laufe dieses Jahres im Großen und Ganzen relativ erfolgreich hinter uns lassen werden. Es sei denn, es passiert tatsächlich noch Außergewöhnliches im Bereich der Virusentwicklung. Was uns dagegen viel, viel mehr und größere und zunehmend große Sorgen bereitet, ist die zunehmende strukturelle Krise in Deutschland, die Standortkrise. Steuern und Abgaben sind gerade für unsere kleine und mittelständische Industrie deutlich höher als in jedem anderen Industrieland. Wir verlieren hier tatsächlich permanent an Boden im Vergleich zu den wichtigsten Konkurrenten. Wenn man sich zum Beispiel den Länderindex Familienunternehmen aus der jüngsten ZEW-Studie ansieht, liegen wir im Bereich der steuerlichen Belastung auf Platz 20, auf Platz 20 von 21 untersuchten Industrieländern. Hier müsste die Politik endlich und dringend gegensteuern. Wir dagegen müssen schon froh sein, wenn die Substanzbesteuerung nicht weiter ausgebaut wird, um zum Beispiel die Folgen der stark gestiegenen Staatsverschuldung womöglich zu dämpfen. Eine leistungsfördernde, langfristig ausgerichtete Steuerpolitik muss Investitionen erleichtern und muss uns stärken im Vergleich zur Konkurrenz in anderen Ländern. Übrigens gehen wir bei dieser ZEW-Studie als das Land mit den negativsten Veränderungsraten hervor. Irgendwie bekommt man das Gefühl, dass der deutsche Standort in den letzten Jahren rechts und links überholt wird. Während wir noch gar nicht lange her, vor 2 Jahren, auf diesem Gesamtranking, wenn man sich sämtliche Kriterien mit einbezieht und einrechnet, noch auf Rang 14 standen, was schlecht genug ist, sind wir innerhalb von 2 Jahren abgerutscht, inzwischen auf Rang 17 von 21 untersuchten Ländern. Ebenso problematisch wird die immer weiter zunehmende Bürokratie und Regelungswut, die wir erleben.
Auch hier wiederum ein wesentliches Defizit, gerade für unsere kleine und mittelständische Industrie. Diese Problematik belastet uns sehr. Das sind Unternehmen, die eigentlich in der Verwaltung sehr schlank agieren müssen und die eigentlich sehr, sehr flexibel in der Produktion sein müssen. Regelungen, die nicht nur aus Berlin, sondern vielfach aus Brüssel kommen. Beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung erfordert einen immer höheren, permanent höheren finanziellen und personellen Aufwand. Das Recht auf Homeoffice wird gespickt mit vielen unnötig komplizierten Verfahren. Es ist ein weiteres Beispiel für diese Aktivitäten. Tatsächlich wichtige Reformen, die auch in die Zeit passen würden, wie zum Beispiel eine Reform des Arbeitszeitgesetzes, die wird nach wie vor nicht angegangen. Unsere Branche steht vor großen Herausforderungen hier am Standort Deutschland. Dazu zählen bei uns natürlich die ausgesprochen hohen Energiekosten und die ebenfalls im internationalen Vergleich viel zu hohen Arbeitskosten, auch wenn die zu einem guten Teil natürlich hausgemacht sind. Außerdem werden wir die nächsten Jahre erhebliche Herausforderungen haben im Zusammenhang mit der Umstrukturierung, mit der Digitalisierung, aber vor allem mit wichtigen Abnehmerbranchen. Die Automobilindustrie hatte ich mehrfach erwähnt. Unsere Unternehmen stehen für den Standort Deutschland und wollen hier arbeiten und investieren. Es wäre aber wirklich an der Zeit, dass unsere Politiker einen wesentlich aktiveren und industriefreundlicheren Kurs fahren würden. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Bedeutung einer starken Wirtschaft für unser gesamtes soziales Gefüge. Zum Schluss meiner Ausführungen darf ich noch ganz kurz den Hinweis geben, dass unsere Branche das Hashtag auf dich kommt es an platziert hat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben, in der Produktion vor allem auch, sind unverzichtbar. Und sie machen, wie natürlich in vielen anderen Bereichen und Branchen ebenfalls, einen wirklich hervorragenden Job. Trotz vieler Einschränkungen in den betrieblichen Abläufen und vielen Einschränkungen im privaten Bereich, trotz der teilweise wirklich erschwerten Bedingungen, dafür ein herzliches Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Betrieben der Chemie- und Pharmabranche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's erstmal von mir und jetzt stehe ich Ihnen natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Ralf Müller. Als kleiner Hinweis, wir haben natürlich durch den Livestream einen gewissen Zeitverzug. Ich habe im Moment hier eine Frage vorliegen, die ich sehr schnell auch beantworten kann. Herr Neubauer, ja, CureVac ist Mitglied im VCI seit vielen, vielen Jahren. Es ist als Start-up, als Biotechnologie-Start-up Mitglied geworden. Und der Gründer und jetziger, ich glaube, Aufsichtsratsvorsitzende, der jetzt wieder zurückgekommen ist, Herr Dr. Hörr, ist damals auch mit Überzeugung in den Verband eingetreten, weil einfach der Austausch der Unternehmen mit, also der neuen Unternehmen von Startups, von Biotechnologie-Startups mit etablierten Unternehmen in den Gremien sehr, sehr wichtig und sehr befruchtend auch für so ein junges Unternehmen war. Ich habe das jetzt einfach mal so beantwortet, weil ich hatte damals gerade auch, als CureVac neu war, ab und an Kontakt mit dem Unternehmen. Dann haben wir von dem Herrn Kräftigen von dpa die Frage, das Thema Medizinprodukte, Pharmaprodukte in Produktion im Ausland. In der Corona-Debatte wurde ja vielfach diskutiert, dass die EU bei Pharma-Medizinprodukten auf das Ausland angewiesen sei. Sehen Sie das Problem angesichts der Zahlen auch und gehen Sie davon aus, dass Corona dazu führt, dass die Branche hierzulande seitens der Politik gestärkt, gefördert wird, beispielsweise in Bezug auf die genannten Strukturprobleme und Standortschwächen? Wir gehen tatsächlich davon aus, dass unsere Branche im Zusammenhang mit der Entwicklung der Corona-Pandemie, das gilt natürlich für die Pharmaindustrie, gestärkt wird.
Zum einen sehen wir es als ganz entscheidend an, dass der Wert des Arzneimittels, des Impfstoffes in der Bevölkerung wieder einen anderen Stellenwert genießt, als es vielfach davor der Fall war. Ich glaube nicht, dass das Thema Produktion im Ausland eine große Rolle spielt. Denn genau diese Entwicklung des Impfstoffes, die ja in Deutschland erfolgte, die in Rekordzeit erfolgte, in einer Zeit, die wir uns vor einem Dreivierteljahr nicht vorstellen konnten, diese Entwicklung bedeutet und braucht ausgesprochen hohes Know-how, ausgesprochen hohes Manpower in den Betrieben und braucht hervorragende Standortbedingungen. Ich bin der Meinung, dass wir diese Voraussetzungen im Großen und Ganzen bei all den Problemen, die wir haben im Bereich der steuerlichen Gesetzgebung, der Bürokratie in Deutschland unterm Strich haben. Das heißt, ich gehe davon aus tatsächlich, dass unsere Branche gestärkt hervorgehen wird, zum einen auch im Bewusstsein der Bevölkerung, aber sicher auch im Bewusstsein der Politik, was wir hier imstande sind zu leisten. Vielleicht als kleine Ergänzung noch, wir hatten im vergangenen Jahr zu Beginn der Pandemie mit größeren Lieferengpässen gerechnet. Die sind dann, wie Sie das vielleicht auch verfolgt haben, so nicht eingetreten, auch weil die Globalisierung trotz einer Pandemie erstaunlich gut funktioniert hat. Wir werden das sicherlich auch nicht zurückdrehen können, aber natürlich wird der Standort durch die Politik sicherlich stärker auch in den Vordergrund genommen. Wir haben von Herrn Szymanski vom Badischen Tagblatt eine Frage. Spielt der Standort Baden-Württemberg bei der Produktion von Corona-Impfstoffen derzeit eine Rolle, beziehungsweise wird er das in Zukunft tun? Also wir wissen, dass derzeit sehr viele Gespräche zwischen den Unternehmen laufen in Richtung Produktionsübernahmen. Da sehen wir aber kurzfristig mit Sicherheit keine größeren Möglichkeiten, hier aktiv zu werden. Es ist sehr, sehr kompliziert, Produktionen in andere Betriebe zu verlagern. Gerade bei der Entwicklung eines Impfstoffes in Reinräumen bei der Produktion sind höchste Anforderungen an die Qualitätssicherung zu leisten, an die Arbeitssicherung, Sicherheit etc. Von daher, es laufen Gespräche. Wir sind zuversichtlich, dass die Produktion ausgebaut wird und dass hier auch Baden-Württemberg eine Rolle spielen kann. Baden-Württemberg wird, denke ich, eher eine große Rolle spielen oder spielt eine große Rolle im Bereich der Diagnostika, wenn Sie zum Beispiel an das Unternehmen Roche in Mannheim denken, oder auch in der Entwicklung neuer oder veränderter Medikamente zur Behandlung von Auswirkungen der Corona-Erkrankungen, beispielsweise in Biberach bei unserem Mitgliedsunternehmen Boehringer Ingelheim. Das sind allerdings nur einzelne Beispiele. Baden-Württemberg ist gerade aufgrund seiner kleinen mittelständischen Struktur hier sehr, sehr stark und sehr forschungsintensiv aufgestellt. Wir werden auf der Übersichtsseite, wo Sie auch schon die Unterlagen finden, auch noch einige Links nachtragen, die gerade vielleicht diesen Punkt etwas näher beleuchten, wo man sieht, wo wird an welchen Medikamenten, an welchen Wirkstoffen geforscht. Das geht eben vom Großunternehmen bis hin aber sehr, sehr häufig zu kleineren Universitätsausgründungen, Start-ups, die da tätig sind. Wir haben im Moment keine Fragen mehr. Lassen wir jetzt kurz noch den Stream ein bisschen ankommen. Vielleicht haben Sie eine Nachfrage zu den Dingen, die Herr Müller gerade beantwortet hat. Und ich würde Ihnen dann, während Sie noch überlegen können, ob Sie noch weitere Fragen haben, anbieten, uns jederzeit auch im Nachgang anzusprechen. Meine Kontaktdaten kennen Sie, die finden Sie im Internet. Sie finden die Unterlagen zu unserer Medienkonferenz heute online bereits. Sie können auch den Stream in ein paar Minuten nochmals nachgucken.
gucken, gegebenenfalls auch, wenn Sie das wünschen, einzelne Passagen daraus für Online-Medien oder Ähnliches verwenden. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit trotz der unterschiedlichen Möglichkeiten, die einfach ein Online-Format bietet, gegenüber dem echten Miteinander ein Angebot machen können, auf das Sie zurückgreifen. Vielleicht tatsächlich auch sogar ein kleiner Mehrwert. Geben Sie uns gerne auch ein Feedback, wie Sie die Pressekonferenz hier empfunden haben. Dann haben wir jetzt noch eine Frage, Herr Reinhardt von meiner Morgen, zu 2021, zur Prognose. Sind es vor allen Dingen Pharmaunternehmen, die positiv gestimmt sind für das kommende Jahr? Es sind nicht vor allem Pharmaunternehmen, die positiv gestimmt sind, die jetzt im Vergleich zu 2020 eine optimistischere Haltung haben, sondern es ist der komplette Bereich unserer Branche, ausgenommen die Automobilzulieferer. Pharma können ohnehin auf ein relativ gutes Jahr blicken und von daher sind dort die Prognosen jetzt im Anstieg im Prozentualen gegenüber dem Vorjahr relativ moderat. Grundsätzlich positiv, aber moderat. Die Stimmung außer Automobilzulieferung zeigt sich aber auch ganz deutlich im Bereich der Bereiche Körperpflege, Waschmittel, Reinigungsmittel. Und in dem Teil der Lacke und Farben, die eben nicht Automobilzulieferer sind, sondern die insbesondere an den Endverbraucher liefern, da sind wir stark aufgestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Unterm Strich ist diese positive Prognose für 2021, sie gilt für, denke ich, fast alle Teilbranchen. Herr Szymanski vom BT fragt noch, wie sehr wird die Branche durch den Brexit belastet? Das Thema ist natürlich im Laufe der Monate deutlich zurückgedrängt worden. Wir liefern insbesondere auch im Pharmabereich relativ gute Umsätze in Richtung Großbritannien. Wir sehen aber jetzt aktuell nicht das Problem, dass wir hier mit irgendwelchen größeren Umsatzeinbrüchen zu rechnen hätten. Also die Auswirkungen aus heutiger Sicht sind meiner Einschätzung nach nicht so gravierend, wie man das noch vor ein, zwei Jahren befürchtet hat. Wenn man sich die Zahlen der vergangenen Jahre anschaut und die Entwicklung anschaut, dann ist tatsächlich in der Vorbereitung des Brexit haben sich die Warenströme teilweise schon etwas verändert. Und das ist ja jetzt nichts, was auf einen Schlag dann noch eingetreten wäre. Es wird sich sicherlich mit Blick auf die Mittelfrist nochmal etwas verändern, aber das können wir im Moment natürlich noch nicht sehen. Herr Gräfting, vielen Dank für Ihr Lob, dass der Zeitaufwand für Sie in Grenzen gehalten wurde durch die Pressekonferenz. Freut uns hier. Gibt es von Ihrer Seite aus noch weitere Fragen? Ja, Herr Reinhardt würde gerne noch wissen, wie Baden-Württemberg 2020 im Vergleich zur Chemie in Deutschland abgeschnitten hat. Wir haben 2020 unsere Umsätze insgesamt über alle Branchen hinweg um diese 3,4% steigern können, während bundesweit die Umsätze 2020 um 5% zurückgingen. Das heißt, wir haben doch einiges besser abgeschnitten als die Bundesbranche. Das führen wir darauf zurück, dass wir im Vergleich zur Bundeschemie eben einen wesentlich höheren Pharmaanteil in Baden-Württemberg haben, dass unsere interne Branchenvielfalt stark ausgeprägt ist. Das heißt, es war schon immer so, dass wenn es der einen Branche schlechter ging, die andere Branche ausgleichen konnte. Und der andere Grund ist sicher,
dass wir ebenfalls im Vergleich zur Bundeschemie ausgesprochen mittelständisch strukturiert sind. Und diese mittelständische Kompetenz, die wir hier in Baden-Württemberg haben, die ist einfach ein Pfund in der Standortdiskussion. Diese Flexibilität, da sind wir einfach sehr stark aufgestellt, stärker, denke ich, als die Bundeschemie. Das zeigt sich auch bei der Impfstoffentwicklung in ähnlichen Bereichen, wie stark da die kleineren Unternehmen aktiv sind. Ich hoffe, das reicht so. Man kann das Ganze nicht nur an Umsatzzahlen, man könnte es natürlich auch an Produktionsindizes und ähnlichen Entwicklungen aufzeigen. Bundesweit gab es einfach einen wesentlich drastischeren Einbruch im zweiten und dritten Quartal, während wir jetzt im Verlauf des Jahres 2020 im November und Dezember noch deutlich ansteigende Zahlen hatten, und zwar quer durch alle Branchen und auch quer durch alle Bundesländer. Das ist mit ein Grund. Auch im Januar sieht es nach ersten Zahlen, die wir reinbekommen, relativ stabil aus, erst recht in Baden-Württemberg, dass wir eben zu dieser Prognose kommen, die da heißt, wir sind vorsichtig optimistisch fürs laufende Jahr. Vielen Dank. Ja, wenn wir hoffentlich alle Fragen, die jetzt live, also halb live, gestellt werden können, beantwortet haben, vielen Dank an Sie draußen vor den Empfangsgeräten, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, unsere Sicht auf die Chemie- und Pharmakonjunktur rüberzubringen. Wie gesagt, wenn Sie weiterhin Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an. Die Kontaktdaten haben Sie. Und wir freuen uns trotz einer, ich glaube, ganz sinnvoll gelaufenen Online-PK darauf, auch mal wieder live Gespräche zu führen und live dann vielleicht auch spätestens im kommenden Jahr eine ganz normale Pressekonferenz wieder zu machen, die vielleicht dann allerdings auch tatsächlich ein Hybrid-Element beinhaltet. Das heißt, dass vielleicht tatsächlich da auch ein Teil gestreamt wird. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt erstmal vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns jederzeit über Ihre Anrufe und sagen auf jetzt erst einmal auf Wiedersehen aus Baden-Baden. Und ich sage jetzt nicht, kommen Sie gut nach Hause. Sie sind am Arbeitsplatz. Einen guten Tag Ihnen noch und bis bald. Von mir aus auch nochmal an Sie herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und wie Herr Fehler sagte, wir stehen Gewehr bei Fuß für jedwede Nachfragen oder sonstigen Auskünfte. Ich wünsche Ihnen alles Gute, von Herzen viel Gesundheit. Dankeschön. Tschüss.